Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es im Titel gelesen, wir werden heute eine weitere Darknet Mystery Box bestellen. Der letzte Versuch hat ja nicht so gut geklappt. Falls ihr es nicht so ganz mitbekommen habt, hier oben habe ich euch so ein Statement-Video verlinkt. Denn wir haben ja bereits schon mal eine Mystery Box aus dem Darknet bestellt. Doch das Ganze ist so ein bisschen in die Hose gegangen. Ja, damit muss man leider rechnen, wenn man im Darknet irgendwelche Sachen bestellt, denn da wurden wir schließlich gescammt. Da bis heute noch nichts angekommen ist und schon Monate vergangen sind und ich mir nicht vorstellen kann, dass da überhaupt noch irgendwas kommt. Ja, letzte Woche hatte ich dann ein Video hochgeladen, in welchem ich die ganze Situation erklärt habe und euch gesagt habe, wenn ihr Bock habt, können wir sehr gerne nochmal eine bestellen, um einfach diesem Mythos einfach auf den Grund zu gehen und so eine Art Experiment einfach draus zu machen und zu gucken, hey, ist es überhaupt möglich, im Darknet so eine Mystery Box zu bekommen? Oder sind diese ganzen Videos, die man immer im Internet sieht, alle fake und es gibt diese Darknet Mystery Boxen alle gar nicht und es ist alles nur Scam, um Leute irgendwie zu verlocken, irgendwas zu kaufen, was sie niemals bekommen. Ja, diesem Mysterium werden wir heute wieder auf den Grund gehen und wieder ins Darknet gehen und dort nach Seiten suchen, auf welchen man eine Darknet Mystery Box kaufen kann und schlussendlich wieder eine bestellen. Ob wir was finden, ob wir was bestellen, was wir bestellen, das werden wir heute in diesem Video erfahren. Deswegen würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Ich bin sehr gespannt und ich will einfach noch nicht ganz aufgeben. Und ihr wisst es ja selber, es gibt ganz, ganz viele YouTuber, die Darknet Mystery Boxen im Darknet bestellt haben, diese dann auspacken und ganz verstörende Dinge drin sind. Und der Sache möchte ich heute weiterhin auf den Grund gehen. Sind diese Videos echt oder vielleicht doch eher einfach nur geschauspielert und fake? Kann man im Darknet vielleicht gar keine Mystery Boxen bestellen? Beziehungsweise sind das alles nur Fakes? Genau das werden wir rausfinden, indem ich heute einfach eine neue bestelle. In dem Sinne, gehen wir ins Darknet, ich quatsche nicht mehr so viel und schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Alright, meine Freunde, wir befinden uns nun im Darknet und ich benutze eine bestimmte Suchmaschine für das Darknet, in welcher ich jetzt einfach mal Mystery Box angegeben habe und einfach mal gucke, was es jetzt hier so für Links gibt, was mir für Seiten vorgeschlagen werden. Ich meine, wir sehen es schon hier, Medium Mystery Box, Super Mystery Box 13, Dark Web Mystery Box, Super Mystery Box, My Box, Dark Web Mystery Box, Pron Mystery Box 18 Plus und Hypebeast Mystery Box. Also man findet hier einige Seiten, welche dich dazu verleiten wollen, eine Mystery Box zu kaufen. Ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen umschauen, ein paar Seiten rauspicken und die schauen wir uns dann gemeinsam mal genauer an. Okay, wir fangen an mit der ersten Seite, die ich jetzt mal geöffnet habe. Ja, hier kann man Mystery Boxen kaufen. Anscheinend ganz schön viele. Und die kosten jeweils $457, 21 Stück haben sie aktuell noch auf Lager. $457 ist schon happig für irgendwas, was wir nicht mal wissen, was es ist. Gut, ich meine, ich habe das letzte Mal auch relativ viel geblecht, dafür, dass wir einfach gar nichts bekommen haben und ich komplett gescammt wurde. Wie auch immer, das ist jetzt so ein Marktplatz, diese Seite, das könnt ihr euch vorstellen, steht ja auch dran, Dark Amazon. Also, ja, wie ein dunkles Amazon, ne? Hier gibt es alles Mögliche zu kaufen, unter anderem halt auch Mystery Boxen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, die Seite würde ich eher nicht in Erwägung ziehen. Einfach aus dem Grund, weil die Bewertungen auch nicht so gut sind. Ich meine, 3,5 Sterne. Irgendwas muss ja vorgefallen sein und es gibt auch nur 2 Reviews. Weiß ja nicht so recht, ob das die Seite sein wird, wo wir jetzt heute was bestellen. Ja, und ihr seht auch hier, man kann ja auch ganz andere Produkte kaufen, wie unter anderem irgendwelche, Rauschmittel, Waffen, was ist das? Das ist wahrscheinlich gefälschtes Geld und. Gibt es natürlich auch auf so einer Seite. Ja, und total viele Leute haben halt zu mir gesagt, bestell nicht auf Seiten, die nur für so Mystery Boxen erstellt wurden, die sind meistens Scam. Einige haben nämlich gesagt, dass sie aus eigener Erfahrung bei solchen Shop-Seiten bestellt haben, wo es auch andere Produkte gibt und anscheinend immer was ankam. Ob das stimmt und ob man mich dazu nur verleiten möchte, nochmal was zu bestellen, ist natürlich die Frage, aber wir schauen uns mal weiter um. Gut, wir haben hier die VIP Mystery Box, die haben wir, glaube ich, damals in dem Video auch angeschaut, als wir schlussendlich eine Mystery Box bestellt hatten. $700 finde ich jetzt wirklich ein bisschen zu happig, dafür hat die Box auch nur 3 Sterne Bewertung.
Und was steht denn hier? Also sie kommt anscheinend in diese Holzbox. Okay. Ich weiß nicht. Das ist auch wieder eine Seite übrigens, die eben ja mehrere Produkte anbietet, nicht nur Mystery Boxen, die ja tun auch hier Elektronik oder Pron, irgendwelche Hack-Services, irgendwelche Geldtransfers und und. Also hier gibt es alles Mögliche auf dieser Seite. Was immer ganz gut ist, weil eben wie schon gesagt, das, was ich anscheinend gemacht habe, das letzte Mal war nicht so gut, weil es halt eine Seite war, die nur für Mystery Boxen erstellt wurde und da wird man eben oft gescammt. Gut, wir haben unsere Erfahrung gemacht. Ich meine, wir machen das Ganze hier als Aufklärungs- und Bildungszweck und auch einfach so ein bisschen als Experiment, um einfach zu schauen, hey, gibt es diese Mystery Boxen überhaupt? Kann man die wirklich bestellen oder ist das einfach alles nur Fake, was wir auf YouTube sehen? Und ich will der Sache einfach selbst auf den Grund gehen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, diese Seite fällt weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich lade jetzt gerade mal die Seite, wo wir die Mystery. Ja. Irgendwie habe ich es mir gedacht. Irgendwie habe ich es mir so ein bisschen gedacht. Ich wollte jetzt gerade mal auf die Seite gehen, wo wir damals die Mystery Box bestellt haben. Ja, und so wie es aussieht, Onion-Seite nicht gefunden. Ich würde sie noch einmal kurz laden lassen. Ich guck mal kurz, ob hier irgendwie. Es lädt. Es lädt. Es lädt. Auf jeden Fall ist das die Seite, wo wir. Ja. Okay. Seite ist anscheinend aktuell down. Ob sie nur zu einer bestimmten Uhrzeit online ist oder was auch immer, aber gerade scheint diese Seite nicht zu funktionieren. Was mir noch mehr das Gefühl gibt, dass ich gescammt wurde. Weil das ist die Seite eigentlich, wo wir die Mystery Box bestellt hatten das letzte Mal. Ja, okay. Scheinbar funktioniert die Seite nicht mehr. Geil. Okay, ich habe jetzt nochmal so einen Marktplatz gefunden. Ich meine, den hatten wir schon mal gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber man muss dazu sagen, die Auswahl an Mystery Boxen ist inzwischen ultra begrenzt. Also es gab früher viel mehr Seiten, wo wir geschaut haben, wo ich auch privat so geguckt hatte schon mal. Aber aktuell gibt es so gut wie fast gar keine Seite mehr, die irgendwelche Mystery Boxen anbietet. Und diese Seite bietet welche an. Und ich wollte euch hier einmal was zeigen, was ich ganz interessant finde. Denn hier steht 100% Money-Back-Guarantee, also bekommst du 100% dein Geld zurück, wenn irgendwas passiert. Stop Scam, Money-Back-Guarantee. Und hier steht, we're not satisfied if you're not 100% satisfied with the items you receive. We offer an absolutely simple and fast Money-Back-Policy. Also, die sagen, dass du zu 100% dein Geld zurückbekommst, wenn du nicht zufrieden bist, wenn irgendwas war. Und hier steht es auch nochmal, warum du halt eben diesen Marktplatz nutzen solltest. Und hier steht's, Verkäufer können dich nicht scammen. Und das ist ganz interessant, denn das habe ich schon öfters gehört, auch damals, als wir das Interview mit Martin Frost geführt haben. Da hat er uns ja auch von solchen Sachen erzählt. Und zwar handelt es sich hierbei darum, dass wenn du jetzt was kaufst, ja, dann bekommt der Verkäufer nur das Geld, wenn ich die Ware erhalten habe. Das funktioniert so, ich zahle quasi das Geld und das ist dann wie in so einem Zwischenspeicher gelagert, das Geld. Und wird erst freigeschalten für den Verkäufer, wenn ich bestätige oder wenn man halt, wenn wahrscheinlich angegeben wird, dass ich die Ware erhalten habe, laut Tracking, dann bekommt er erst das Geld. Und wenn ich dann zum Beispiel irgendwie sage, yo, irgendwie, ich wurde gescammt oder so, dann kriege ich das Geld zurück. Also das ist eine ganz gute Sache. Davon hat damals in dem Interview der Martin Frost auch davon geredet, dass solche Sicherheitssysteme eben bei solchen Webseiten sehr wichtig sind. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein riesiger Marktplatz, wo es alles Mögliche gibt, was man erwerben kann. Man kann hier irgendwie Videospiele, Konsolen, irgendwie hier elektronische Geräte, keine Ahnung, was das ist, irgendwelche Sachen mit Banken, Pron, und. Also ihr könnt hier alles Mögliche erwerben. Das ist aber, das meiste davon ist nicht legal. Deswegen Finger von solchen Sachen. Uns geht es heute nur um eine Darknet Mystery Box. Und da werde ich jetzt mal schauen, ob ich irgendwas dazu finde. Gut, und wie wir sehen können, hier gibt es Mystery Boxen, was ich ganz interessant finde. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber hier steht, unsere Mystery Boxen sind perfekt für YouTuber, die Content kreieren wollen. Okay, ich hoffe, die schreiben das, weil die es ernst meinen. Und wir sehen schon, es gibt hier verschiedene Mystery Boxen. Es gibt die Light Mystery Box, das ist die kleinste. Es gibt die Medium Mystery Box, es gibt die Apple Mystery Box, die Hypebeast Mystery Box, die Pron Mystery Box 18 Plus. Da werden wahrscheinlich irgendwelche schmuddeligen Produkte drin sein. Die kommt auf jeden Fall nicht in Frage. Wir haben die Horror Mystery Box, auch ebenfalls 18 Plus.
und die VIP Mystery Box. Okay, VIP Mystery Box brauchen wir gar nicht anschauen. $7.777 kannst du komplett vergessen. Die Apple Mystery Box sowieso auch, weil da sind irgendwelche Produkte drin. Da möchte ich nicht hier irgendwie, weil du weißt nie, wo die Produkte herkommen. Diese Hypebeast Mystery Box sowieso auch nicht. Und dann hätten wir eben die Medium, die Light oder die Horror Mystery Box. Ich fände halt die Horror Mystery Box mega geil, aber die kostet halt $666. Das ist halt schon echt happig. Ja, und das ist halt das Problem. Also ich meine, wir haben die schon mal angeschaut, diese Box, meine ich mich zu erinnern. Und das Problem ist halt, hier steht halt, check die Gesetze von deinem Land, weil die Box halt eben bestimmte Objekte beinhalten könnte. Und die Box kann Inhalte beinhalten, die dich schocken und psychisch traumatisieren können. Ja, ich würde die mega gerne bestellen, muss ich ehrlich sagen. Das Problem ist einfach nur, dass es einfach zu risky ist, weil du nicht weißt, was da drin ist. Und schlussendlich, wenn da irgendwas drin ist, was halt in Deutschland nicht legal ist, aber dafür in einem anderen Land, und es kommt hierher, dann habe ich ein dickes Problem. Deswegen fällt die weg. Ich finde auch $685 ist schon echt ordentlich, muss ich ehrlich sagen. Dafür, dass wir nicht mal wissen, ob es halt wirklich richtig ist oder nicht, ne? Also ob das fake ist. Ich persönlich hätte gesagt, wir trauen uns mal an die Medium Mystery Box dran. Die hat sehr gute Bewertungen, 18 Stück, 18 Bewertungen. Und es hört sich eigentlich ganz witzig an, die Reviews, wenn die Reviews echt sind und nicht gefaked. Die Box, da steht drin, also wir haben nicht viel Beschreibung zu der Box, da steht einfach nur, dass die Sachen, die in der Box drin sind, haben einen Wert von $49 bis $999. Das, was in der Box drin ist. Also das heißt, wenn wir Pech haben, ist die Box halt $49 wert, haben aber $118 gezahlt mit Versand. Und anscheinend soll die Box innerhalb von 5 bis 7 Tagen da sein. Ob das wirklich wahr ist, weiß ich nicht. Aber I don't know. Ich meine, wir könnten es probieren. Wir könnten es einfach probieren. Das Ding ist halt, hier sehen wir halt Benutzer, die das bewertet haben. Und der hat jetzt zum Beispiel schon 10 Sachen gekauft. Ich weiß nicht, ob das auf dieser Seite ist oder allgemein. Ja, ich hätte gesagt, wir probieren es einfach. Ich hätte gesagt, wir bestellen diese Box hier. Einfach, um diesen Mythos. Gibt es Boxen im Darknet, die man wirklich bekommt, oder ist es alles nur Scam? Und ich würde das eigentlich ganz gerne rausfinden, indem wir einfach diese Box hier bestellen. Und einfach mal gucken, ob sie ankommt. Ja, lass es uns einfach tun. $118, das ist jetzt auch in Ordnung dafür. Finde ich, kann man auf jeden Fall zahlen für solche Aufklärungs- und Bildungszwecke, um einfach mal so ein Experiment weiterzuführen. Und ich meine, wir haben es schon einmal probiert, es hat nicht geklappt. Probieren wir es einfach nochmal. Jetzt halt auf einer anderen Seite, auf einer Shop-Seite, wo es halt eben auch andere Produkte gibt. Probieren wir es aus, Leute. Also dann dem Einkaufswagen hinzufügen. Gut, da ist die Box. $118. Kostet in dem Fall 0,0025561 Bitcoins. Bitcoin Mixer, each payment is 100% anonymous because we mix your Bitcoin. High Quality, Customer Care. Okay, es hört sich gut an. Also es hört sich definitiv besser an als die Seite von damals, die wirklich sketchy war im Vergleich zu dieser hier. Checkout. So, Medium Mystery Box, was müssen wir denn hier angeben? E-Mail-Adresse, Land, Stadt, Adresse, Zipcode und Name und ein Kommentar dazu. Okay, dann machen wir das alles. Ich fülle das alles aus, mache das Ding fertig und dann ist sie bestellt. Let's do it. Ich meine, $118 ist jetzt nicht die Welt, wir probieren es einfach. Ich meine, keine Ahnung, das letzte Mal hat es nicht geklappt und ich will euch halt irgendwie was Handfestes zeigen, so, keine Ahnung, deswegen machen wir das einfach nochmal. Viele werden jetzt wahrscheinlich schreiben, Dennis, du bist so dumm, das hat beim ersten Mal nicht geklappt, warum versuchst du es ein zweites Mal? Und der Grund dafür ist einfach für euch, weil ich euch einfach was bieten möchte, ich möchte euch was zeigen und einfach was Handfestes hier haben und einfach, ja, wäre einfach cool, wenn es klappt.
Also von dem her, wir probieren es jetzt einfach noch einmal. Wenn es nicht klappt, dann können wir uns, denke ich, alle unseren Teil dazu denken, was es mit diesen Mystery Box Videos auf sich hat. Und ja, dann wissen wir, du kannst die im Darknet einfach nicht bestellen, wirst einfach gescammt. Probieren wir es aus und ja, ich fülle das alles aus und bestell dann und dann ist es getan. Okay, alles ausgefüllt bei Now. Also, hier ist meine Bestellnummer. Und jetzt muss ich eben den Betrag an diese Bitcoin-Adresse senden. Alles klar. Dann her mit dem Handy. Und dann wollen wir das mal fix machen. Eine Ewigkeit später. Der Betrag ist geschickt. I paid. Ich habe gezahlt. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt irgendwie eine E-Mail oder so bekommen habe. Jetzt schauen wir mal nach. Ich logge mich mal kurz bei meiner E-Mail ein. Also ich habe jetzt mal mein E-Mail-Postfach gecheckt, aber ich habe bis jetzt noch keine E-Mail bekommen. Ja, vielleicht kommt da noch was oder man muss halt jetzt einfach warten. Also es hieß irgendwie 5 bis 7 Tage oder so, gell, bis es kommen soll. Das wäre aber ganz schön schnell. Dann würde ich mich echt fragen, wo das herkommt. Ich kann nochmal E-Mails aktualisieren. Moment. Schauen wir mal. Also bis jetzt habe ich noch keine E-Mail bekommen. Vielleicht ist es im Spam gelandet? Nein. Ja gut, meine Freunde, bestellt ist bestellt. Ich hoffe, da kommt noch irgendwie eine Bestätigung oder irgendwas, dass wir zumindest irgendwas Handfestes haben. Ansonsten müssen wir einfach abwarten. Ich meine, es ist jetzt getan. Ja, keine Ahnung. Jetzt haben wir es halt nochmal gemacht. Ich weiß. Schreibt ruhig eure Kommentare und sagt ruhig, wie dumm ich bin, dass ich das Ganze nochmal mache. Aber wie schon gesagt, ich will einfach irgendwas Handfestes haben, ich will euch irgendwas zeigen und ich will einfach diesen Mythos, gibt es Darknet Mystery Boxen wirklich? Ich will dem Ganzen auf den Grund gehen und deswegen mache ich so ein Experiment draus. Okay, Freunde, kleiner Nachtrag, ich wollte jetzt gerade eigentlich hier alles ausmachen und habe geschaut, ich habe tatsächlich eine E-Mail bekommen, ihr seht es hier selber, Order Confirmation mit meiner Ordernummer. Das öffnen wir jetzt einfach mal. Okay, also das sieht ja schon mal, thank you for your purchase at. Und dann halt der Shop, den ich jetzt ausgrauen werde, damit ich einfach nicht irgendwelche Leute auf dumme Ideen kommen. When your order is ready to ship, you will get a confirmation mail. Order number, okay, hier ist meine Bestellnummer. Feel free to contact us. Okay, da ist Ihre E-Mail-Adresse. If you need any help. Okay. Das ist doch schon mal irgendetwas, oder? Ja, und da unten ist eben noch meine Bestellbestätigung, das werde ich euch jetzt auch ausgrauen, wegen den Informationen, auch wegen der Adresse, wo das hingeschickt wird und so weiter. Ja, aber wir haben eine E-Mail bekommen. Junge, damit habe ich halt gerade wirklich nicht gerechnet, gell? Ich habe gedacht, das war es jetzt halt einfach. Und wir bekommen wieder keine Meldung oder irgendwas und entweder es kommt mal so halt nicht. Aber wir haben eine Bestellbestätigung. Geil! Ey, immerhin! Immerhin. Und da steht, sobald, wo steht es? Sobald die Bestellung fertig ist und verschickt wird, bekomme ich nochmal eine Bestätigungs-E-Mail. Okay, warten wir ab, ob da irgendwas kommt. Es hieß 5 bis 7 Tage. Ich weiß nicht, ob es in 5 bis 7 Tagen losgeschickt wird oder ob es 5 bis 7 Tage hierher braucht. Aber dann wäre das schon verdammt schnell. Ich meine, ich habe auch irgendwie 18 Dollar Versand oder so gezahlt. Keine Ahnung. Okay, Leute, hey, wir haben irgendwas. Wir haben was Handfestes. Wir haben eine Bestätigungs-E-Mail bekommen. So weit waren wir bei der letzten Bestellung nicht. Das heißt, wir sind schon mal um einiges weiter wie beim letzten Mal. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wenn es irgendwas Neues dazu gibt, ich werde euch aufklären, ich werde euch dazu irgendwas sagen. Sei es, dass ich ein Video dazu kurz mache, wo ich es schnell erkläre oder irgendwie im Community-Tab irgendwas poste oder in meiner Instagram-Story. Checkt auf jeden Fall mein Instagram aus. Irgendwo werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem Video, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe es für euch getan und auch ein bisschen so für mich, um mir selbst zu beweisen, dass ich einfach, dass da irgendwas dahinter steckt. Wir werden sehen, ob es so ist oder ob diese E-Mail einfach nur dazu sorgt, um jemandem Hoffnung zu machen. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Einschalten. Ich liebe euch über alles. Und das kann ich euch nicht oft genug sagen. Danke für den ganzen Support. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.